Hallo Leute, mein Name ist Hotzeste und willkommen zu einer weiteren Folge Warptorio. Ich denke, es ist Folge 12. Und die letzte Folge war etwas kürzer. Weil nicht allzu viel passiert ist. Aber wenn ich mir hier das Gelände so anschaue, sehr sandig, das heißt, die Umweltverschmutzung wird sich rasch ausbreiten. Und das heißt unweigerlich, dass wir mit Aliens konfrontiert werden. Kupfer, das Verhältnis hat in der Vergangenheit immer gut funktioniert. Und wahrscheinlich brauchen wir gar nicht so viel Kohle, denn wir häufen die an und da habe ich auch begonnen, das in zusätzliche Kisten auszulagern. Für den Fall, dass wir mal in einer Welt landen, wo uns die Kohle fehlt. Dann mache ich aber doch die obligatorische Runde, einfach zum Sehen. Hier oben wird es grüner, das gefällt mir. Um zu sehen, ob wir da irgendwelche Alien-Nester in der Umgebung haben, die wir gleich präventiv auslöschen können. Ich glaube, ich habe keine zusätzliche Kohle in den Heizkessel gegeben. Das bedeutet, der Strom geht uns bald aus, wenn es nicht schon passiert ist. Ja, noch nicht, aber die roten Fläschchen sind in zwei Laboren allen. Okay, wir haben die Untergrundbänder. Dann machen wir doch hier weiter mit dem zweiten Untergeschoss und hier haben wir die Untergrundbänder und das erlaubt uns über Förderbänder Material ins Untergeschoss zu transportieren. Doch etwas Kohle von hier raus. Hatten wir fast nichts mehr drin. Dann 50-50. Dann gehen wir auch noch in diese Richtung. Okay, da haben wir ein Nest.
schauen wir doch da noch etwas nach oben. Sich da noch was zeigt. Echt so aus. Dann gehen wir hier weiter nach unten. So, sandige Boden ist nicht ganz so gut, die Verschmutzung zu schlucken. Da ist ein Nest. Glaube ich aber nur einen Wurm. Mit der Rückendeckung vom Turm können wir das einfach erledigen, solange er natürlich Munition hat. Legen wir den hier nach unten und dann kommen wir auch an die anderen zwei Nester ran. Okay. Den Wurm, den lasse ich am Leben, der stört mich nicht. Denn der kann sich nicht bewegen. Aber hier unten sehen wir schon das nächste Nest. Seite kommen, können wir zumindest dieses Nest erledigen. Vielleicht auch dieses. Okay. Turm reparieren. Dann suchen wir weiter nach möglichen Nestern. Nicht mehr allzu viel Munition für den Turm. Vielleicht machen wir einen kurzen Trip nach Hause, auch um die ganzen Schmelzen auszuräumen, Kohle nachzulegen, sodass wir sicherstellen können, dass wir Fortschritte machen. Ja, das ist da beispielsweise eine Fläschchen mehr drin.
sieht es denn hier hinten aus? Alles voll oder eben leer. Dann schauen wir mal, ob wir unsere Runde abschließen können. Ein Nest mit nur zwei Nester, die sind relativ einfach. Da brauche ich nicht mal einen Turm. Rückendeckung geben könnte. Ja, Wasser hier unten. Wieder schräg nach oben und nach Hause. Gehe nicht davon aus, dass wir in dem Bereich hier noch irgendwelche Nester haben. Dann aber ja, wir müssen einfach mal schauen. Nein! Keine Nester. Damit sind wir wieder beim alten Spiel. Schauen, dass was vorwärts geht mit der Forschung, mit dem Material ansammeln. Und damit haben wir den Harvester Floor und damit können wir auch den Boiler Floor erforschen. Wenn wir hier runtergehen, dann können wir hier noch einen Level runtergehen und da werden wir dann in die unterste Ebene reinkommen. Und ich denke, wir müssen zuerst die Untergeschosse etwas vergrößern, bevor wir die dann wirklich nutzen können. Ähnlich wie wir hier die Plattform oben vergrößert haben, bevor wir hier effektiv unsere ersten Maschinen drauf platziert haben. Sieht so aus, als hätten wir da unten irgendwo ein Nest. Kann sein, dass sich das Nest neu gebildet hat. Ja, weil das ist quasi fast neben dem, das wir aus dem Weg geräumt haben. Minuten verbleiben uns noch hier auf dieser Welt und das heißt, wir beginnen mit dem Abbau von unseren Minern.
Eise werden wahrscheinlich nicht alles schmelzen können. Aber hier auch das etwas geht. Wir haben ja noch ein paar Schmelzen auf der Plattform, die wir befüllen können. Und uns gehen nun wirklich die roten Fläschchen aus. Kupfer kommt hier rein. Eisen da. Da. Und diese Folge war auch relativ ruhig. Was ich noch gemacht habe, ist, habe hier einen Strommast platziert und das bedeutet, wir haben jetzt auch etwas Akkuladung. Das heißt, wenn wir gerade keinen Strom produzieren oder zu wenig, haben wir noch etwas Energie, die wir nutzen können. Aber ja, ich denke, wir müssen uns überlegen, ob wir vielleicht die nächsten 10 Minuten erweitern, so dass wir statt 30 Minuten 40 auf dem Planeten bleiben können, sofern es immer so gemütlich ist wie die letzten beiden Folgen. Wir werden das in der nächsten sehen, also bis dann und tschüss!